Hallo und willkommen, hier ist wieder Senseless Survivor und ich begrüße euch auf meinem Kanal und zu meinem neuen Video. Was möchte ich heute hier tun? Ich möchte meine wöchentlichen Erfolge machen und ja, als Thema habe ich noch Cheating in Games. Wir hatten das Thema heute auf Arbeit besprochen. Irgendwo soll doch ein Gesicht sein. Wir hatten das Thema heute auf Arbeit besprochen, weil dort auch viele Leute Apex zocken und ja, wie die PC Gamer am 16.02. berichtet hat, hat ja Respawn Entertainment mittlerweile 16.000 Apex Accounts gebannt. Wo ist das blöde Gesicht? Was ist das da vorne? Das sieht aus wie ein Schwein. Soll das ein Schwein sein oder was? Ich weiß es nicht. Ja, 16.000. Oh, ich habe ja keinen Fallschirm. 16.000 Accounts gebannt. Und ja, es kotzt mich einfach nur wieder an, dass halt schon wieder fröhlich gecheatet wird. Das Spiel ist ja noch nicht so alt. Es kam am 5. Februar, glaube ich, erstmal raus. Ich habe es auch relativ früh gespielt. Momentan liegt es etwas auf Eis, hat aber nichts mit den Cheatern zu tun, sondern generell fehlt mir halt noch etwas Übung, die werde ich schon noch hier und da holen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich meine, 16.000 hört sich viel an, ist auch viel, also in meinen Augen ist jeder Cheater einer zu viel, aber in Vergleich zu den Spielerzahlen ist das jetzt nicht so erschreckend oder verwunderlich. Ich glaube, 2 Millionen Leutchen zocken aktiv Apex. Und ja, da wundert man, da braucht man sich nicht wundern, dass da hier oder da der ein oder andere cheatet. Was ich natürlich immer scheiße finde. Weil ich cheate auch nicht und ich kenne viele Leute, die nicht cheaten und trotzdem gut sind. Und es gibt einfach keinen guten Grund dafür. Und ja, in demselben Abendzug habe ich dann noch weitergelesen, noch einen anderen Artikel gefunden. Da ging es um einen Inder, der auf der Extremeland 2018 in Shanghai beim Cheaten live und vor versammelter Masse erwischt wurde. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da zugesehen haben oder dabei waren, aber das musst du dir mal reinstellen. Man erwischt dich beim Bescheißen und er wurde ja auch sofort auch da des Platzes verwiesen, also besser sagt, man hat ihn sogar noch daran hindern müssen, dass er seine Spuren, nachdem er merkte, er wurde erwischt, nicht löscht. Das hat er versucht. Ach komm, hack ein. Dort noch schnell seine Cheat-Software, seinen Aimbot zu entfernen, aber der Admin war ja schneller, hat ihn vom Platz weggeholt, die Tastatur übernommen und ja, just den Armen Forsaken, so hieß dieser Typ, des Platzes verwiesen. War okay, und was nicht okay war, was richtig scheiße war, er war ja nicht allein, es war ja ein Team von 4 Leuten, Counter-Strike gezockt und die anderen haben nicht gecheatet, haben ihr Bestes gegeben und sie standen eigentlich auch gar nicht so schlecht da. Ja, nun war das alles für den Arsch. Das Team Optik wurde disqualifiziert und wenig später dann auch aufgelöst. Ui, ui. Da leck mich.
Wo ist der hin? Okay, für mich ist hier wahrscheinlich gleich Schluss. Ich würde gerne wissen, was ihr darüber denkt. Seid ihr schon mal Opfer von Cheatern geworden? Habt ihr schon mal jemanden beim Hacken erwischt? Was haltet ihr davon? Kotzt es euch an? Ich denke ja, jeder, der ehrlich spielt, hat hier oder da die Schnauze voll. Oh, ich dachte schon, jetzt habe ich das Zeitliche gesegnet. Aber wie es aussieht, lebe ich noch. Okay. War scheinbar kein Cheater. Ja. Okay, also was haltet ihr davon? Und seid ihr selber schon mal Opfer geworden? Was kann man machen? Was habt ihr für Ideen? Ich habe mal im Anschluss... Eine Kiste? Ich habe im Anschluss mal noch gegoogelt. Ach Quatsch. Was man gegen Cheating unternehmen könnte. Es ist nicht leicht. Was wer natürlich mehr in die Verantwortung genommen werden muss, sind definitiv die Spieleentwickler, die halt bequem geworden sind und auch aufgrund der Kosten für die Server den meisten Quatsch auf die Clients auslagern. Und dann ist es natürlich kein Wunder, dann braucht man sich nicht wundern, dass da Schindluder mit den Daten betrieben wird. Und es wird ja immer schlimmer. Die Schadsoftware, also die Cheat-Software, hat ja momentan Hochkonjunktur und es ist auch recht einfach dahingehend, solche Software zu entwickeln. Gerade diese sogenannte privat genutzte Cheating-Software, die recht teuer gehandelt wird, ist dann auch recht schwer zu identifizieren. Ja, es geht halt gerade auch im Bereich E-Sport wahrscheinlich um viel Geld. Die Preisgelder sind ja mittlerweile gestiegen. Und ja, mein Gesicht habe ich immer noch nicht gefunden. Was ich eigentlich suchen wollte, ich bin ja am Quatschen und mache meinen verdammten Job nicht. Jedenfalls geht es da um viel Geld und wo viel Geld im Spiel ist, ist der Schmutz meistens nicht weit. Dann kommen die Leute auf die dümmsten Ideen. Mats könnte ich nochmal gebrauchen. Und fangen an da zu unfairen Mitteln zu greifen. Ach ja, ich hatte noch was gelesen mit einem polnischen Spieler, Selfie hieß da glaube ich. Der wurde regelrecht dazu gezwungen zum Cheaten. Von seinem Coach oder Manager, was er war. Er war sogar aus dem Team kurzzeitig ausgetreten. Wurde aber per Anruf bedroht. Und stieg dann kurze Zeit darauf wieder in das Team ein, um ja die um sein Team dort noch zu unterstützen, ja zu unterstützen. Aber ist dann, hat dann später dann wirklich endgültig die Reißleine gezogen und sich aus diesem schmutzigen Geschäft verabschiedet. Finde ich sehr gut. Respekt. Man muss das so sehen, ich bin hier absolut grottenschlecht. Ich spiele viel zu viele Spiele. Aber vorwiegend Shooter, doch Shooter. Ich komme ursprünglich aus der MMORPG-Szene, habe eine Weile WoW gezockt, bin aber jetzt seit einigen Monaten, ich würde fast sagen, ein gutes halbes Jahr jetzt bei den Shootern gelandet. Fing mit Destiny an. Und, also Destiny 2. Und ja, dann doch relativ spät zu Fortnite gewechselt, Ende Season 6. Mein Sohn hatte
das immer gespielt, aber es war für mich irgendwie immer nicht, keine Option. Die Grafik fand ich etwas, ja, kindlich, aber mittlerweile finde ich es wirklich super, weil es ist recht zeitlos und man kann viel machen hier mit Fortnite. Die Skins passen alle rein, du kannst viel Spaß haben, die Tänze, die Emotes, alles. Das ist bei PUBG oder so, ist das, ja, was willst du da machen? Ein Clownskostüm oder was? Das sind ja die Möglichkeiten schon etwas enger gesteckt. Ja, was wollte ich erzählen? Ich bin ja nun wirklich schlecht. Aber das ist mir auch egal. Ich spiele die Spiele, weil ich Spaß haben möchte. Und nicht, weil ich hier irgendjemandem was beweisen möchte. Was wir gleich sehen, weil ich eh gleich Schluss ist, noch 9 Leute. Ich muss gleich anfangen, irgendwo was zu bauen. Und ich bin ja für meine. Gerade heute, ich bin noch nicht mal warm gespielt richtig. Heute noch gar nichts gebaut. Für meine Baukünste nicht gerade berühmt. Aber darum geht's nicht. Ich habe Spaß, Alter, und das ist das, was für mich zählt. Ich bin auch hier kein Tryharder oder sowas, und da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich gehe den ganzen Tag arbeiten und wenn ich abends nach Hause komme, möchte ich zocken. So einfach ist das. Und wenn ich aufs Maul kriege, dann kriege ich es aufs Maul. Aber es ist für mich trotzdem ein Ansporn hier weiterzumachen und mich zu entwickeln. Das ist das Ding und das schaffe ich nicht, wenn ich cheate. Dann entwickle ich mich nicht. Dann ist das alles Bullshit. Weil gerade bei Fortnite finde ich, das mit dem Bauen ist. Oh, ups, okay, runtergefallen. Ist ja doch ein absolut geiler Skill. Oder besser gesagt, ein absolut geiles Element. Und wenn ich hier Leute sehe, wie die bauen, da geht mir der Hut hoch. So geil sieht das aus. So schnell und so präzise. Das ist der Wahnsinn. Im vorherigen Spiel hat mich hier ein Season 2 Player, diese Elite-Agentin, glaube ich, war Season 2 oder 3. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Platt gemacht, war mir aber egal. Also, es war ein Genuss, diesen Typen zuzugucken bis zum Schluss. Weil das einfach drauf hatte. Und das finde ich so krass. Einfach Hammer. Da komme ich nie hin, aber alleine dieser Wunsch, da in die Richtung dich zu verbessern, das als Vorbild oder was auch immer zu sehen. Das als Aufgabe zu sehen und nicht als lästiges Hindernis, was man machen muss. Das ist doch schon mal viel wert, finde ich. Das macht doch das Spielen aus. Und ich quatsche und quatsche. Mittlerweile sind nur noch 3 Leute übrig. Frag mich nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ich bin eigentlich überhaupt nicht konzentriert. Ja. Was habe ich noch? Okay. Jedenfalls ist heute Freitag und ich freue mich übelst. Wochenende. Ich kann zocken. Ich kann vielleicht das ein oder andere Video noch für YouTube raushauen. Ich kann noch auf meinen Stream bei Twitch mich herumtreiben mit meinen Kumpels. Wenigstens bis Montag oder bis Sonntagabend kann man Spaß haben. Die Arbeit macht auch Spaß, gar keine Frage. Also ich habe momentan da echt Glück und mir geht es da richtig gut. Okay. Hier bin ich, jetzt wissen sie es. Jetzt wissen es die anderen. Da kommt auch schon einer. Ich doch. Der hat bestimmt einen Sniper.
Okay, er baut schon wie ein Mann. Er baut schon wie ein Mann. Und mich wird's gleich zerreißen. Mach ich mal hier hinten zu noch. Oh, ich müsste dann auch mal runter. Ich habe ja keinen Kleider dabei. Ah, ich bin schon wieder konzentriert und fange an zu nuscheln. Jedes Mal nuscheln. Alter. Ah, ist da hinten der nächste Experte? Nein, oder? Oder doch? Oh, doch, er sniped. Ja, hallo Welt. Scheiße, ich habe natürlich keine Sniper. Leute, ich sag schon mal Tschüss. Gleich bin ich tot. Ein toter Senseless Survivor. Eigentlich bin ich ja Survivor, ich müsste eigentlich überleben. Verdammte Scheiße. Da ist einer, dort ist einer. Wo ist der Dritte im Bunde? Ja, Leute, macht's nicht so spannend. Ich habe auch keinen Bock rauszugehen. Er baut sich dezent vor. Man kann ihm ja mal die Existenzgrundlage wegschießen, aber so viel Munition habe ich ja nun auch wieder nicht. Ah. Ui. Hallo? Halt an. Ah, scheiße. Jetzt muss ich wohl oder übel. Ui. Ui. Schnell lauf, kleiner Mann. Einäugiger. Oh, ich brauche Material. Ja, schlagt euch so lange die Schädel ein. Ich hole mir so lange Material. Nein! Okay, und weg! Lauf, lauf, lauf! Ah, ah, die Tür! Scheiße! Schnell, aua! Nein! Nein! Oh, shit! Puh, okay, Jungs. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, schön gemacht, meiner Tanz, schön. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.